Wir starten uns. Ich habe eine zweite Möglichkeit für euch, euch warm zu machen. Wie gesagt, Warm-up, unfassbar wichtig. Ein gescheites Aufwärmen, ein gescheites Training und dann ein gescheites Abwärmen. Das ist der Part. Der Springseil ist super. Ich bevorzuge aber die Gymnastik. Ja, also sprich, wir machen auf eine Musik mit Motivation, starten wir wirklich schön jedes Körperteil. Boxerisch natürlich, wärme ich schön auf. Hier wirklich die Muskeln und Sehnen, damit die richtig schön, oh, ja, richtig Feuer haben, richtig arbeiten können. Ja? Ich bevorzuge, sage euch ganz ehrlich, dieses Gymnastik, weil dieses Springseil bei sehr, sehr vielen Leuten auf die Knie geht. Ja? Wie gesagt, es geht nicht ohne, nimmt das mit rein, aber wenn man das halt jeden Tag macht, dann habe ich schon viele Leute aus Erfahrung erlebt, denen geht es auf die Knie. Und deswegen bevorzuge ich die Gymnastik, ja, das Aufwärmen und das kann man einfach immer machen. Das könnt ihr auch im Fitnessstudio, wenn ihr sagt, pass auf, ich bin gar nicht im Boxclub, ich benutze das fürs Fitnessstudio. Es ist wirklich, ihr könnt das für alles hernehmen. Egal, was ihr macht, ob ihr Eishockey spielt, was weiß ich, der Körper muss immer warm sein. Ihr braucht da eben nicht viel Platz, sondern seid auf der Stelle und gebt einfach Gas, macht den Körper warm und dann ist er ready for action. So, ich werde euch heute dieses Warm-up zeigen. Ihr könnt es dann einfach verwenden. Ich werde das natürlich bisschen abkürzen, ja? Ich habe dann wirklich, ich spüre dann selber oder beziehungsweise ich als Trainer sage dann, wie lange wir das machen, aber ich werde das heute ein bisschen kürzer halten. Ihr macht es dann einfach so lang, bis ihr fühlt, okay, ich fühle den Muskel, der ist ready, der ist warm. Arbeitet, fühlt, spürt euren Körper, das ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, ich nehme euch mit, ich werde das ein bisschen abkürzen, weil das würde sonst den Videorahmen sprengen, aber ihr verlängert es einfach, ja? Es geht nur darum, dass ihr die Übung gesehen habt. Und dann ist es schon ready, okay? Ich werde mir ein bisschen Musik machen, ein bisschen Motivation gehört dazu und dann starten wir. So Leute, okay. Wie gesagt, ihr braucht nicht viel Platz und wir starten ganz normal. Schön locker getting ready. Wow. Hier, schön nach vorne, die Arme, schön steppen. Die Koordination gehört auch dazu. Und dann wechseln wir. Schön die Schulter kreisen. Gerade beim Boxen sind die Schultern ganz, ganz wichtig. Die verletzen sich gerne. Und deswegen machen wir die schön warm. Und wir wechseln in die andere Richtung. Schön wechseln. Genau, auch immer schön in Bewegung bleiben. Wunderbar. Und Achtung. Beim Boxen arbeiten wir mit dem Oberkörper. Und deswegen gehen wir schön zur Hüfte. Schön arbeiten mit der Hüfte. Wunderbar. Locker reinkommen. Sehr schön. Und der nächste anfällige Punkt beim Boxen sind unsere Ellenbogen, ja? Ja? An diejenigen, die schon länger boxen, Probleme mit den Ellenbogen, ihr kennt es, haben wir alle, ja? Genau. Genauso wie mit den Handgelenken. Also, aber so ist es nun mal, wenn man für sein Ziel kämpft, dann muss man daran arbeiten. Und dann gibt es auch Nachteile, aber die gehören dazu. Aber dem wirken wir entgegen, indem wir uns schön warm machen. Und entgegengesetzt. Schön entgegengesetzt, jawohl. Schön locker werden. Wunderbar. Sehr schön. Und Achtung, jetzt wird's ernst. Jetzt kommt der Hampelmann. Hip, hip, hip. Hip, Vollgas, Vollgas, sehr schön. Hopp, 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 jawohl. Schön dranbleiben. Ist auch schon wieder Konditionsaufbau hier. Und für die boxerische Koordination nehmen wir einen zur Mitte, einen nach außen, einen zur Mitte. Jawohl, sehr schön. Und dranbleiben. Schön dranbleiben. Schön durchpushen und schön auslockern. So, wir nehmen die Hände zur Deckung und jetzt die Füße ans Gesäß. Wunderbar. Pushen, pushen, pushen. Wir bleiben schön dran. Schön hochziehen bis ans Gesäß hoch. Genau, und die Deckung bleibt nicht bitte hier, wie ich manchmal sehe, sondern auch wenn kein Gegner da ist, schön korrekt arbeiten. Kinn schützen, immer. Ellenbogen schön anliegend. Und nächste Challenge. Wir nehmen die Knie nach oben und jetzt schön, wow, 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 raus damit. Push it, push it.
Bitte passt darauf auf. Ellbogen sind schön anliegend am Körper. Ich sehe manchmal das hier. Nein. Schön Ellbogen und die Faust. Ja, ist nicht wie beim Jeet Kune Do, sondern drehen wir schön rein. Und natürlich, wenn die eine draußen ist, ist die andere am Kinn. Ja? Wie gesagt, auch wenn kein Gegner da ist, ihr macht es sonst nicht richtig, wenn ihr kämpft oder boxt oder Sparring macht. Ja? So wie ihr trainiert, immer korrekt. Sehr schön. Rausschmeißen damit. Schön rausschmeißen. Beine mit bewegen. Schön steppen. Schön raus. Nicht diese kurzen, sondern wirklich schön ausstrecken, dass ihr eure Reichweite auch schön rausnimmt. Und wir gehen zu den Aufwärtshaken. Wow, 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 wow. Hep, 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 hep. Schön dranbleiben. Schön dranbleiben. Jawohl. Jawohl. Und Achtung, jetzt haben wir natürlich auch die Seitwärtshaken. Und hep, hep. Ja, auch wieder aufpassen. Eine Hand ist am Kinn, eine Hand draußen. Und schön reindrehen mit der Hebelfunktion. Hey, jawohl. Ganz genau, schön, da kommen wir rein. Da werden die Muskeln schön warm. Und auslockern, sehr gut gemacht. Okay, und jetzt, Hände über Kreuz, Füße nach hinten. Ihr merkt, beim Boxen ist ganz, ganz viel Koordination, ganz, ganz wichtig. Aber das wird euer Gehirn erweitern, glaubt mir. Am Anfang hast du auch, wie geht das? Ne? Einfach Übung, Übung macht den Meister. So läuft es beim Boxen. Und wir wechseln nach hinten. Ja, jetzt die Füße nach vorne. Oberkörper nach hinten. Jawohl. Schön dranbleiben. Und wir wechseln seitlich. Wir wechseln seitlich. Und wir gehen nach vorne. Und wir gehen nach unten. Jawohl. Und immer schön locker bleiben, immer schön locker bleiben, schön in Bewegung bleiben. Und wir gehen nach oben. Wunderbar. Das ist es, Leute. Das ist es. So, auslockern. Okay, beide Beine nebeneinander. Und jetzt hat man nennt das Windmühle. Zwei oben und wir gehen runter. Also, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und hey, 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 hey. Jawohl, schön dranbleiben. Wunderbar. Wunderbar. Und dann wechseln wir unten. Wir bleiben schön unten mit Spannung, weil gerade hier holen wir die Power aus dem Rumpf. Ra, 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 ra. Aus den Haken. Die knallen wir rein. Wir brauchen die Power aus dem Körper. Wir nehmen jede Zelle, jeden Muskel, jede Sehne machen wir warm hier. Da kann nichts passieren. Oh, wir kommen hoch. So, wir brauchen Lockerheit im Oberkörper. Also, Hüfte nehmen und schön kreisen. Jawohl. Schön kreisen. Ganz, ganz wichtig. Und wieder den Richtungswechsel. Auf die andere Seite. Ja, auf die andere Seite. Jawohl. Sehr schön. So, wie Mike Tyson, schön Deckung. Und jetzt hat hier Oberkörper kreisen. Deckung schön angepresst. Wupp, wupp. Wow, sehr schön. Und wechsel andere Seite. Wunderbar. Und Achtung, Beine zusammen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Unsere Knie auch schön aufwärmen. Ja. Ihr kennt es, die schon länger boxen. Knie, das gehört dazu. Bitte denkt euch nicht, oh Gott, meine Karriere, das alles nichts. Leute, glaubt mir, das geht jedem so. Ja. Einfach schauen, dass man schön die Muskeln, dass man schön dehnt. Und dann sind die Knie auch in Ordnung. Kann man trotzdem weiter trainieren bis ins Alter. Ja? Schön locker. Jawohl. So, schön auslockern. Jetzt kommen wir zur letzten Übung. Jetzt kommt das Entgegengesetzte. Wir gehen zur Führhand, Schlaghand, aufwärtshaken. Gerade. Jetzt, genau. Auch wieder aufpassen. Ellenbogen bitte schön anliegend. Wenn die eine Hand draußen ist, ist die andere am Kinn. Schön reindrehen am Ende. Und wichtig, schön ausgestreckt. Und ihr merkt schön mit dem Knie, das ist entgegengesetzt, mit den Beinen, bap, bap, bap. Ja, wenn die linke kommt, kommt das rechte Knie oder das rechte Bein. Wenn die rechte kommt, kommt das linke Bein. Schön entgegengesetzt. Wunderbar.
So, und jetzt switchen wir. Wir gehen jetzt zu den Aufwärtshaken. Wow, 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 wow. Auch wieder aufpassen. Wenn die eine draußen ist, ist die andere am Kinn. Bitte aufpassen, ich sehe das bei ganz vielen, die machen hier den unten. Ich nenne das immer Baggern. Das sieht der Gegner. Hopp, kurze, hopp, 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 aus der Schulter, aus dem Körper rausgeschmissen. Hey, 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 hopp, schön hochziehen. Ja? Beim Boxen müssen wir schnell sein. Und jetzt gehen wir an die Seitwärtshake. Hey, nutzt euch bitte hier auch bis eure vordere Schulter dann als Schild. Ja? Dass wenn ihr da reingeht, damit ihr auch schön geschützt seid. Wie gesagt, auch das Warm-up ist bei uns schon korrekt boxspezifisch. Ja? Also nicht hier einfach hier den hier. Ja, das bringt gar nichts. Sondern wirklich, wenn wir was machen, wenn wir unsere Zeit investieren, dann auch richtig. Schön dranbleiben. Ellenbogen schön einliegen. Ja, also nicht den hier, sondern wirklich schön. Jawohl. Und die letzte Übung, wir mischen nochmal alle, ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, wow, wow. Könnt auch ein bisschen Gas geben. Meine Fortgeschrittenen, die geben immer ein Turbo rein hier. Also wirklich. Ho, 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 ho. Und ansonsten schön euer Tempo fahren. Dranbleiben, haben wir gleich geschafft. Wie gesagt, gleich geschafft. Blick nach vorne, schau dir in die Augen. Du weißt, wir sind hier zum Arbeiten. Du hast eine Mission, du hast ein Ziel. Und egal, wie schwer das wird, wir sind da, wir arbeiten heute an unserem Ziel. Du hättest heute auch zu Hause bleiben können, aber hast sie ins Training geschleppt. Du bist schon ein Gewinner. Und time. Sehr schön. So, Leute. Okay. Das war unser Warm-up. Wie gesagt, so beginnen wir alle unsere Trainings. Gerade wenn ihr manchmal müde seid, ah, heute ist nicht mein Tag, oh, heute fühle ich mich nicht gut, macht dieses Warm-up und alles ist vergessen. Ja? Alles Lätscherte, alles oh, Schwere ist ab. Ihr seid ready, man fühlt sich gut. Ready to action, das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Bitte, Leute, gerade an Jüngeren. Ich weiß, ich kenne es selber. Wir sind 18 Jahre alt. Wir brauchen keinen Warmmachen, wir brauchen keinen Dehnen. Bitte macht es. Ja, auch für euch ist es wichtig. Muskeln, Sehnen, so schnell kommen Verletzungen. Ich finde es unfassbar schade. Ich kenne sowas von brutale, talentierte Boxer, die Kameraden bei mir. Die wären Weltmeister geworden. Aber da kam halt eine Verletzung, ob es Hand, irgendwas war. Und hat halt leider das einfach dann irgendwie verhindert. Leider schade. Und deswegen bitte Leute, damit wir diesen Sport wirklich machen können, ich bin jetzt 37, damit wir das langfristig machen können, ja, mache das jetzt auch schon 22 Jahre, müssen wir uns richtig warm machen, müssen wir uns abdehnen, müssen korrekt trainieren, müssen nicht zu wenig trainieren, müssen aber auch nicht zu viel trainieren. Das sind ganz, ganz, ganz wichtige Punkte. Ich liebe den Sport. Und deswegen mache ich solche Videos. Ja? Ich möchte euch da weiterbringen, ich möchte euch inspirieren, motivieren. Das geht gar nicht um mich, wie gesagt, sondern ich möchte euch Leute diesen wunderbaren Sport zeigen, der mir einfach geholfen hat. Wir schweifen ab, ich möchte nochmal kurz zurückkommen. Ganz, ganz wichtig, aufwärmen, Leute. Wie gesagt, das wird die ganze schlechte Laune, die ganze Lätschertheit wird's wegpushen und ihr könnt ready starten. Okay, Leute, bis bald. Bah.